Sagst du Hallo, dann kann ich leichter, tu ich mir leichter. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Hallo, mein Name ist Christian Wrenk. Ich bin der Erfinder des Wiener Kochsalons und der Wiener Glücksküche. Immer kreativ bleiben, niemals aufgeben. Natürlich, gerne. Kamera läuft. Kapellen, Frage 1, Take 1. Es gibt viele gute Gründe, ein professionelles Business-Styling durchzuführen. Einfach nochmal. Hallo, mein Name ist Christian Wrenk. Ich bin der Erfinder des Wiener Kochsalons. Kann man sagen, Erfinder? Und bitte. Aha, da kommen die Ecken und Kanten. Ich habe das total. Hallo, mein Name ist Christian Wrenk. Ich stamme, wie man nicht. Blödsinn mit nicht geht nicht. Nochmal. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Das Einsatzgebiet der Gomex 3D-Systemsohle ist extrem vielseitig. Sie bietet einigen. Nochmal. Ja. Kamera läuft. Frage 2, Teil 1. Es gibt viele gute Gründe, ein perfektes Business-Styling durch. Es gibt viele gute Gründe, ein perfektes Business. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Das Einsatzgebiet der Gomex 3D-Systemsohle ist extrem vielseitig. Sie bietet einige Vorteile, die auch Sohlen. Hallo, mein Name ist Christian Wrenk. Mir gehört der Laden hier. Na, es geht auch nicht. Ralf, für wen ist das Poloshirt gedacht? Das Poloshirt ist gedacht für moderne, körperbewusste, junge, moderne Männer, die sich einfach gerne körperbescheißen. Okay. Was hast du denn? Guten Morgen, Frühstücksfernsehen. Wir haben hier schön Kaffee Solo. Croissant auf dem Dach vom Zug. Bisher ist es noch ganz sicher, noch stehen wir. Was hast du da drin? Ne? Das ist Wasser, was hoffentlich so einigermaßen gekocht hat. Und dann ist da Nescafé gebröselt reingetan worden. Das ist dann der Kaffee. Kaffee Solo. Ja. Here we go. Guten Appetit. Jetzt habe ich in die Kamera reingeguckt. Ne? Adagio an Probe 1, Take 2. Bei der Auswahl. Gleich weiter, ja. Bei der Anprobe des Lunga Adagio ist vor allen Dingen auf die Auswahl der richtigen Größe geachtet. Egal. Nochmal. Bei der Auswahl des Lunga Adagio. Ich habe sowieso gleich Feierabend, dann stelle ich den Türgrund hinten ein. Ach. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe den Test vergessen. Sowieso gut, weil ich gesagt habe, es ist egal, was treffen. Wir haben uns ganz in Sitten auch mit diesen Alpaka-Mützen bekleidet, was modisch total schick ist. Aber es ist trotzdem scheiße kalt. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Jedes Mal, wenn ich mir ein Shirt. Ne. Muss man nochmal machen. Hallo? Na, Pause. Wir werden jetzt irgendwelche Wasserfälle runtergelassen und werden da durchgehen, um dann zum nächsten Wasserfall zu gehen, um da auch wieder durchzugehen. Das ist super. Also ich freue mich. Ich nicht. Wir gingen so ein bisschen, das stimmt gerade, aber ist herrlich. Ja? Okay. Und wenn du nachher da unten mit dem Rücken aufs Wasser knallst. Ja, hallo, da kannst du auch gleich vom Moped einmal auf den Asphalt knallen. Das machen wir morgen. Eine weitere Besonderheit an dem Poloshirt ist, dass es komplett in Deutschland gefertigt wird. Das heißt, wir lassen den Stoff hier, das Garn hier stricken. Scheiße, nochmal bitte. Das ist ja geklappt, was wir jetzt melden, oder? Nein, machen nichts. Da habe ich mich, glaube ich, wiederholt, ne? Hab ich in die Kamera geguckt? Hattest du jetzt einen Schwenk gemacht? Jetzt habe ich in die Kamera geguckt, ne? Es war doppelt gemoppelt. Mhm. Gute Lebensmittel sind Lebensmittel. Gut. Das geht nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Ne, du hast den Kopf geschüttelt. Das war nicht gut. Läuft? Frage 6, Take 5.
Lächeln, Frau Hoffmann, und bitte. Fühlen Sie sich herzlich... Nein, müssen die Kamera gucken, ja. Nochmal. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Die Gomex 3D-Systemsohle bietet bei verschiedenen Fuß... Gleich weiter. Kamera läuft. Frage 6, Take 6. Wenn Sie, wie wir... Ich habe geguckt. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Gleich nochmal, freundlich, los. Bei der Anprobe des Lunger Dajo ist vor allen Dingen auf die... Auf die... Auf die... Auf die. Ja, aber jetzt kam auch eh Lärm dazwischen. Mhm. Ne? Ah, jetzt suchst du auch noch Ausreden. Die Werbekampagne richtet sich ganz provokant und herausfordernd an Männer, die... Ja, danke, das war's. Die Polizei, das ist auch lustig gewesen. Sie hat erst mir ganze Papiere eingesackt vom Busfahrer. Danach sind hier alle abgehauen. Deshalb müssen wir hier auch was essen. Deswegen schon die ganze Zeit. Es ist nämlich auch keine mehr im Bus. Die Werbekampagne, die wir gerade gemacht haben, rechnet... Guck mal, jetzt hat die Frau in Blau... Die hat jetzt die Tasche, die vorher der Polizist hatte. Was hier los ist, keine Ahnung. Noch haben wir Aloagane. Wir machen gleich einfach weiter. Die Werbekampagne, die wir gemacht haben, rechnet sie. Wir machen einfach die weiter. Die Werbekampagne, die wir... Und nochmal. Da hast du die kleinen Kinder schon wieder übers Ohr gehauen. Ja, ich hab da gedacht, pass mal auf. Das ist in Deutschland ganz schwer, irgendwie Geld zu kriegen. Ich hab gesagt, gut. Ich hab, glaube ich, schon wieder das falsche Wasser gekriegt. Das Land macht mich fertig. Warme Einladung, kommen Sie doch auch zu uns. Gucken Sie sich das alles mal an. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Und in die Kamera. Achso, da. Jetzt dürfen Sie. Direkt jetzt laden Sie ins Objektiv. Die Werbekampagne, die wir gemacht haben, richtet sich an Männer. Nein, oh Mann. Doch. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Und schön in die Kamera geguckt. Hast du selber gemerkt. Mein Becken jetzt, ne? Ja, dass du dein Becken ist super. Selber kochen und alles andere kommt von selber. Also richtig bin ich da nicht happy. Christian. Ein bisschen lockern, ja? Warum kochen? Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Dass eine Entscheidung, im Fachhandel zu kaufen, die richtige war. Matze, nein, guck nicht, ja, in die Kamera. Okay. Jetzt habe ich in die Kamera geguckt. Ne? Kann man ausschalten. Machen wir nochmal.